Willkommen zurück bei meiner zweiten Folge von Pineview Drive. Ja, der erste Tag, der war ja mehr so der grobe Einstieg gewesen ins Haus. Und ja, es waren ja schon ein paar gruselige Dinge passiert, aber da wird noch einige, noch viel krassere Sachen auf uns zukommen. Und oh, ich muss dran denken, da habe ich eigentlich schon wieder keine Lust mehr, das Spiel zu spielen. Aber ich habe es jetzt angefangen und ich ziehe es durch. Und wir laden das Spiel an Tag 2. Okay. Oh Mann. Meine Hasen drehen schon wieder durch in ihrem Käfig. Ladebildschirm, 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 Ladebildschirm. Ladebildschirm, Ladebildschirm. Oh. Tag 2. Der Spielstand wurde gespeichert. So. Okay, wir sehen, wir haben 10 Streichhölzer, eine Batterie, einen Schlüssel und eine Spieluhr, die wir anmachen. So. Okay. Wir haben jetzt einen Schlüssel. Ich glaube, mit dem müssen wir jetzt nach oben gehen. Denn da, wo wir zuletzt waren, sind wir dann nicht mehr weitergekommen. Ach, wir sind ja schon oben, stimmt. Ah, Moment, ich muss wieder meinen Ton ein bisschen leiser machen. So. Stimmt, wir sind ja schon oben. Okay. Wo passt denn der Schlüssel? War hier noch was drin? Vielleicht Batterien? Batterien nehme ich immer sehr gerne entgegen. Nein. Keine Batterien. Aber hier, guck mal, so ein Mikroskop und... was ist das? Ein Schraubschlüssel? Keine Ahnung. Da ist ein Schraubenzieher und eine Wunderlampe! Mit Genie, dem Flaschengeist. Und ein Wäschekorb, wo nichts drin ist. Okay. Jo. Draußen wird es natürlich wieder dunkel. Der Typ steht immer erst dann auf, wenn es draußen dunkel wird. Der Typ ist nachtaktiv. Achso, wir könnten einfach mal wieder die normalen Lampen erstmal anmachen. Ja, schon besser. Okay, hier oben geht keine Tür auf. Das finde ich etwas merkwürdig. Dann müssen wir mal gucken, wozu wir diesen einen Schlüssel noch haben. War ich mal hier drüben? Ist hier drüben was? Außer Bildern und einem Kerzenständer und einer Grünpflanze und Dekoration ist hier nichts mehr hoch. Oh, Alter. Oh, ich habe mich gerade vor dem Engel erschreckt. Okay. Das Bild fällt mir erstmal jetzt so richtig auf. Ih, wer hängt sich denn sowas auf? Ich finde das total gruselig. Oh, Alter, ey. Gehst doch rein. Ist erstmal alles dunkel. Wo ist denn hier der... Hallo? Da. Schnauze. Ich versuche schon sehr sparsam zu sein mit dem, was ich habe. Weil, genau, hier waren noch Batterien. Denn wir haben ja nicht wirklich begrenzt, wir haben nur... Alter, da waren Schritte. Boah, ja, denn wir haben nur begrenzt, Batterien. Achso, wir könnten das mal mit der Tür probieren, aber ich glaube, die ging nicht auf. Gehen in die nächste Tür rein. Genau, hier standen ja die Möbel alle auf dem Tisch und hier haben wir den Zettel gefunden. Jetzt stehen die Möbel wieder alle unten, komischerweise. Wir könnten eigentlich was dichter machen. So, sparen wir uns ein bisschen Batterien. Schlüssel liegt da jetzt nicht. Oh, hier liegen Batterien. Die lagen das letzte Mal noch nicht hier. Ja, klar. Wir können durch den Tisch durchgehen.
Natürlich, wir stehen im Tisch drin. Warum auch nicht? Ist auch kein Schlüssel. Oh, Streichhölzer. Ich weiß nicht, ich hasse es, wenn es draußen dunkel ist und dann Richtung Fenster gucken. Oh, nein. Nicht mal ansatzweise, Freunde. Nicht mal ansatzweise mag ich das. Okay. Die blöde Scheibe, wo uns der blöde Vogel entgegengeflogen kam. So, gibt's hier was Neues? Batterien oder so? Die Bücher sind auch wieder alle an ihrem Platz. Hör mal diese komischen Geräusche. Nein, hier hat sich nicht wirklich was getan. Dann gehen wir wieder. Ich hasse diese Musik. Ich hätte die Musik ausstellen sollen. Ich finde, diese Musik macht das Spiel erst so richtig schlimm. Ja, komm, lass. Lass stecken, Alter. Oh, nein, ernsthaft. Also die Musik, die macht mich irre. Achso, hier kommen wir gar nicht lang. Okay. Mal wieder eine Kerze anmachen. So. Ja, die hat's vollgebracht. Was? Nein, ich guck nicht raus. Kannst du knicken, ey. Oh. Nö. Nö, ich dreh mich nicht um. Nö. Hm. Okay. Hier war jetzt keine andere Tür. Aber oben war doch auch nichts. Vielleicht sollten wir mal. Oh, ich traue es mich gar nicht zu sagen, aber vielleicht sollten wir mal draußen gehen. Vielleicht sollten wir draußen mal. Ach nee, warum auch. Ja, ich war ja eigentlich überall schon drin. Ne? Nachts draußen rumlaufen ist eine super tolle Idee für alle Leute, die besonders ängstlich sind. Also ich. Ja, draußen rum ist eine super Idee, besonders wenn man nichts sieht. Gar nichts. Ja, und ich höre schon wieder Schritte. Leck mich am Arsch. Genau hinter uns. Nö, 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 nö. Gut, da lang ist noch. Da steht einer am Fenster. Oh. Okay, wir laufen mal ein bisschen schneller. Dann brennen die Lichter, weil wir da waren. Irgendwas kam jetzt von da oben runtergefallen oder irgendwas hat jemand, also irgendwann irgendwas dagegen gehauen. Ich bin mir gerade nicht so sicher. War da nicht vorhin ein Geräusch aus dem Jagdzimmer zu hören? Nein, nicht wirklich. Nein, was ist da drin hinter das Jagdzimmer? Was versteht ihr denn unter Jagdzimmer? Ist das das, wo das Geweih drin hängt? I don't know. Warte mal, war hier nicht irgendwo ein... Ah ja, genau. Warum schaukelt die? Es ist doch windstill, oder? Ja, okay, ein bisschen Wind ist. Okay, es ist ein bisschen Wind. Dunkelheit, Dunkelheit. Nix. Ich hasse Dunkelheit, Dunkelheit, Dunkelheit. Ich hasse sie so sehr. Bin ich auch nicht böse. Keine Ahnung. Raschel, raschel, raschel. Keine Ahnung, wo es dahin geht. Ich sehe hier überhaupt nichts. Ich glaube...
Was ist das? Was bist du denn? Du bist eine Strohpuppe. Eine Strohpuppe. Und du bist nicht besonders schön anzusehen. Tut mir leid, also ich finde dich nicht wirklich hübsch. Tut mir leid. Hier ist eine Tür. Aber da kommen wir noch nicht rein. Okay. Ja, klar. Da hinten ist irgendwas. In weiter Ferne. Wer stellt sich denn so gruselige Skulpturen in den Garten? Ganz ehrlich, wenn du da... Oh, das ist ja schon wieder aus. Ich mache aber noch keine Batterie rein. Ganz ehrlich, wenn du jetzt im Haus drin bist und es ist jetzt eben so stockduster, wie es jetzt ist, ja, und du guckst das Fenster raus und siehst dann die Skulptur, ey, du weißt ja nicht, ob da jetzt einer steht oder ob das eine Skulptur ist. Ich meine, gut, ich bleib stehen, daran erkennst du vielleicht, ob es ein Mensch ist oder nicht, aber ey, nee, ich würde mich gruseln, aus meinem eigenen Haus rauszugucken. Weiß ich nicht. Wäre nicht so meins. Und da geht auf mysteriöse Weise. Wollte ich vielleicht das nicht hören. Okay, das Jagdzimmer. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus. War das jetzt hier unten? Ich muss mir erstmal zurechtfinden. War das das hier? Genau. Nee, das war es aber jetzt nicht. Das ist nicht das Jagdzimmer. Das ist irgendwie so, wie so eine Wohnstube. Ich glaube, er meinte. Das hier meinte er, glaube ich, mit... Ja, genau, das ist das Jagdzimmer. Okay, Hier haben wir etwas übersehen. Geräusche aus dem Jagdzimmer. Das ist doch das Jagdzimmer, oder? Oder ist das vielleicht doch der große Raum hinten? Oben und hinten? Oder war der hier unten und hinten? Ich kann es mir einfach mal nicht mehr... Ach, okay. Jo, manchmal ist das so eine Sache mit mir hier. Okay. Natürlich passt der nicht gleich hier rein. Wo ist die Tür? Da ist die Tür. So, was hat jetzt für unten noch alles für Türen? Die hier, glaube ich? Ne, die hat man aufgemacht. Genau, da war auch keine andere Tür mehr. Jetzt hier. Dann haben wir noch hier die Tür. Da. Die wird zu. Oh, hier schwere Schritte hinter mir, leck mich am Arsch. So. Ich drehe mich nicht um, kannst du drücken. Hier war jetzt keine andere Tür, also müssen wir nach oben. Lalalalalala. Wir waschen hier durchs Haus. Lalalalalala. Und machen die Taschenlampe aus. Der Schlüssel musste ja jetzt passen. Okay. Was ist das bitte für ein Raum? Ein Raum mit noch einem Schlüssel. Einem komischen Glastisch. Einer Kerze, die wir anmachen. Einer Skulptur und so eine Pflanze. Das ist ja eine seltsame Pflanze, vielleicht ein Gummibaum oder so. Was? Ruhe. Psst mich nicht an. Mache ich psst zurück. Dann erschreckst du dich aber. Was war hier drin? Ach, du warst der Raum, alles klar. Warum sieht mir das Licht aus? Ob ich den schon nicht angemacht? Da ist auch kein Licht an. Also, ich sehe doch hier gar nichts. Da. Halt, da. Ah, lasst mich raten, wir müssen wieder nach unten. Was denn? Hier ist doch nichts. Oh Mann. Ruhe.
Hör auf rum zu poltern, gibt's mal nicht. Hier war keine Tür mehr. Nein. Okay. Okay, wir gehen weiter. Hier war noch eine Tür. Nee, bleibt verschlossen. Hier war. Ach, okay, das war die. Okay. Oh, die Tür ist da schon gleich mal sporadisch offen. Wir haben noch mal neue Streichhölzer. Mist, ich habe gar nicht drauf geguckt. Ich glaube, ich hätte die jetzt noch gar nicht nehmen sollen. Ich sollte sparsamer mit denen umgehen. Okay. Oh, wow. Hab ich irgendwo? Ne, hab ich nicht. Dann müssen wir so gucken. Ah, Batterien. Die nehme ich doch mal gerne. Okay, was ist hier? Ein Fenster? Tür ist drin? Nö. Oh, da ist unser nächster Zettel. Wir hatten einen schönen Tag am Meer. Nachts wurden wir durch Geräusche im Haus wach. Ich konnte aber nichts entdecken. Ja, ne? Passiert halt. Ach, was soll's. Wir hängen jetzt noch einen dritten Tag ran. Ich bin gerade so in Aufnahmestimmung. Tag 3. Da können wir auch noch den dritten Tag hinten dranhängen. So. Okay, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass wir jetzt genau da weitermachen müssen. Ach so, das war unten, alles klar. Das war unten der Raum. Ich gehe jetzt mal einfach davon aus, dass wir. Ich mach schon mal gleich über das Licht an hier in den Fluren. Hier. So. Ich gehe jetzt einmal davon aus, dass wir jetzt in den Raum zurück müssen, wo wir jetzt gerade den Zettel gefunden haben und dass wir dann da den nächsten Schlüssel finden. Sprinten wir schnell dahin, ehe jetzt hier gleich wieder alles dunkel ist. Wenn wir gleich nichts mehr sehen. Hey. Ja. So, liegt hier vielleicht was Neues? Nö, hier nicht. Draußen wird es wieder dunkel. Warum steht denn der Typ immer erst abends auf? Könnte meiner erklären? Ich verstehe den Sinn dahinter nicht. Das ist unlogisch. So, okay. Ja. Vor allem hat der einen Totenschädel auf seinem Schreibtisch. Hallo? Ein Totenschädel? Auf dem Schreibtisch. Okay, hier ist kein Schlüssel. Das heißt, meine Theorie war falsch. Und wir dürfen wieder zurückgehen und können eigentlich wieder alle Räume absuchen, weil wieder irgendwo ein Schlüssel rumliegt. Wir haben immer noch einen, aber irgendwie. Wir haben immer irgendwie einen. War hier hinten eine Tür zum Öffnen? Das nicht, aber was soll's? Wir müssen ja sowieso überall gucken, also. Oh, mal diese Geräusche, ey, die machen mich irre. Hübsches, hübsches Klavier, du da, du da, day. Noch geht's mit der Dunkelheit, aber gleich nicht mehr. Wo von da mal kommen, jetzt gehen wir hier rein. Hallo, Bild. Die Tür ist weg. Licht. Danke. Warum ist das Licht ausgegangen? Hat sich das Bild irgendwie verändert? Das Bild sieht auf einmal anders aus. Was? Hallo? Hallo? Wow. Ich meine, hey. Alter. Oh, die Tür ist wieder da und da ist ein verfickter Schlüssel. Oh. Alter. Hey, das ist ja wow. Wer hätte das gedacht, dass das jetzt passiert? Nein, ernsthaft, ich habe gerade Gänsehaut bis zum geht nicht mehr. Oh, Moment. Boah. Puh, okay. Ich fange mich gleich wieder. Boah, ich hab grad. Oh, Alter.
Gänsehaut. Puh, okay. Ja, und wir rennen wieder einmal durch die Alter, durch das ganze Haus und... Tür mehr. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass wir... Hä? Hä? Was? Achso. Lol. Okay, dass wir jetzt erstmal... Oh Mann. Schlüssel überall ausprobieren müssen. Warum ist hier schon wieder die Kerze aus? So. Was? Sieht... Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Okay, und die Kerze ist wieder von alleine ausgegangen. Laut dem Schatten steht hier jemand. Genau da. Guckst du uns jetzt gerade an? Ich will's nicht wissen. Ich will's nicht wissen. Lass mich in Ruhe. Ich gehe wieder. Alter. Nee. Vergiss es. Vergiss es. Ich habe mich gerade dazu entschlossen, das Spiel nicht durchzuspielen. Oh, nein. Warum passt der verdammte Schlüssel? Oh, dafür ist wenigstens hier einigermaßen hell. Och, Klavier, bitte nicht. Nicht schon wieder ein Klavier. Da kommen wir rein. Streichhölzer. Oh, ich hab doch gerade gesagt, ich wollte die eigentlich auslassen. Hab ich nicht einen. Ach hier, Kerzenleuchter. Und direkt daneben ein Schlüssel. Moment. Oh, puh, hier ist kein gruseliger Schatten. Okay. Hm, hier ist noch eine Tür. Passt natürlich rein, natürlich nicht gerade dafür. Oh, da sind Batterien. Die nehme ich gerne mit. Das ist wahrscheinlich das Musikzimmer oder so. Was? Das kommt von über uns. Okay. Nein, hier war keine Tür mehr. Achso, hier war ich aber noch auf den... Gut, nö. Hätte sein können, dass wir jetzt noch irgendwie einen Schlüssel finden. Halt. Sag mal. Bin ich dumm oder geht hier ständig das Licht aus? Ja, abgesehen von meiner Lampe, die ständig ausgeht. Schlafzimmer. Was? Kannst du das mal bitte sein? Lass mit diesen ekelhaften Geräuschen. So, was haben wir hier? Ein Raum mit einer Lampe, Bildern und Grünpflanzen und einem Stuhl. Kann ich da jetzt wieder nachladen? Okay, und da ist eine Treppe. Grünpflanze hat ein Blatt verloren. Dafür, dass das Haus aber so lange leer steht, stelle ich fest, dass die Pflanzen auch dennoch relativ gut aussehen. Das fällt schon sehr auf. So. Boah, ich gucke jetzt immer auf den Boden wegen den Schatten, ey. Wo kommen wir jetzt hin? Ach, wir sind jetzt hier oben. In der Eingangsalle. Und da liegt unser nächster Zettel. Gestern Nacht haben wir wieder Geräusche gehört. Ich konnte aber wieder nichts finden. Ja, dann würde ich mir aber langsam Sorgen machen. Beziehungsweise, wenn das bei mir so wäre, ich wäre schon langsam längst aus dem Haus gerannt, schreiend und hätte gesagt, leck mich am Arsch. Tag 4. Gut, aber hier machen wir jetzt wirklich erstmal wieder ein Aufnahmepäuschen. Habe jetzt wieder 2 Tage gespielt und boah, also die Szene gerade in dem Raum mit den Bildern, muss ich sagen, war gerade echt verdammt gruselig. Also
Alter, ich drehe mich um und plötzlich sehe diese, so diese Fratze in dem Bild, die dann auf mich zukommt und boah, ich hatte Gänsehaut bis zum geht nicht mehr. Also das war richtig krass. Puh, okay, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und ihr habt euch genauso wie ich gegruselt. Also ich habe mich definitiv. Ah, genau, und der echt mal und der Schatten, ey, der die Kerze geworfen hat und dann hat der Schatten irgendwie die Kerze ausgemacht und boah. Also die Folge war echt krass. Ja, jedenfalls, wie gesagt, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ihr habt euch genauso gegruselt wie ich. Und ihr seid dann auch wieder in der nächsten Folge mit dabei. Also dann, bye bye.